Hallo und herzlich willkommen zum Forst in Kanada zusammen mit dem Freddy, Hallo. den ich gerade so ein bisschen hier auf die Zange nehme. Auf die Schippe. Ja, unser neues Schätzelein, unser Skidder, unser kleiner Skidder. Es wird wohl auch noch einen großen geben, habe ich nur noch nicht besorgt, beschafft. Dachte Da soll ich eigentlich, dir dass mal man einen auch das großen Baum Schiebeschild fällen? vorne heben und senken kann. Geht das Aber nicht? ich glaube nicht, kannst du dich ja mal reinsetzen, ausprobieren, aber. Jetzt erstmal ein paar Bäume, da habe ich gerade Lust zu. Du fällst Bäume. Jo, soll ich dir welche mit der Hand fällen, ein paar große, damit du hier rausziehen kannst? Oder wie sieht das da aus? Ja, ich muss mal gucken. Vielleicht machen wir wieso erstmal gleich von zwei Seiten so ein bisschen was. Weil ich hier noch ein bisschen was ausprobieren wollte. Mit dem zweiten Bodensee. Nein, 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 nein. Oh. Ja, und ich glaube Nummer 2 wird sich jetzt einfach mal direkt anschließen. Unser war jetzt gelb, ne? Dann kaufen wir den großen mal in grün. Aber so ein Skidder ist eigentlich auch eines von diesen Maschinen, die ich mir immer gewünscht habe. Genauso wie so ein stationärer Kran. Ach Mann, jetzt sitzt du schon drin. Ja, klar. Ist ja auch Mena. Geht da hinten ein aus. Der hat sogar hinten so ein Schiebeschild. Geil. Das ist ein Was? schickes Gerät. Wenn, hä? Was? Geht da hinten ein aus und bei mir geht eine Tür auf. Hä? Die Pet 7? Was ihr da? War nicht. Alles gut. Kannst Ketten zuschalten und Doppelbereifung. Zumindest bei dem Großen. Okay, Ketten gehen auch, ja. Steuerung rechts, ich habe gar nicht auf Steuerung gedrückt. Doch. Ah. Oh, schon geiles Gerät. Kann man nicht meckern. Nee, das geht so, das geht so. Bist du erstmal verwirrt oder was? Den kann man also, denn man kann ja den Kopf gar nicht drehen, das ist ja doof. Ja, aber ist ja ein Skidder, ne? Ich glaube, in echt kannst du das bei den Skiddern auch nicht. Echt nicht? Nee, Ah, da bringt ist ja so auch ein eigentlich nicht Drehgelenk viel. dran. Die sind ja nur zum Ziehen gemacht. Und auch wieder. Aber guck mal, vielleicht kann man damit. Wenn das weiter weg wäre, ne? Dann wäre das viel besser. Was weiter weg. Man Angel greift ihn weiter nur so weg. am Ende, ne? Ja, das ist klar. Vielleicht kann man damit so einen ganz fetten Haufen hier nehmen. Nee. Auch souverän. Probier mal einen großen Baum, mal gucken, wie das geht. Guck mal, hier ist der Boss. Großes Gitter. Der Papa. Genau, der Papa. Mal gucken, ob Papa den Baum da hinten aus dem Wasserquell kriegt. Welli. Pass auf dich auf, mein Kleiner. Bei mir steht hier schon fahren sie nicht zu tief ins Wasser. Ne, hier nicht sie irgendwie Ja, nicht, ich ne? habe ja den Großen, ne? Schon Vorteil. Guck mal, jetzt bin ich hier jetzt. Jetzt doch, jetzt steht's, okay. Na, guck mal, man kann ja drauf schön lang fahren. Ich glaube, das sollte mit dem auch gehen. Aua, ich glaube, da sollte man den nicht transportieren. Nee. Man sieht zwar dauerhaft fahren sie nicht so tief ins Wasser, aber man kann hier fahren. Ja, es ist, glaube ich, ziemlich gut dafür ausgelegt. Ich mache Aber Stoppie, es Hilfe. kommt natürlich auch sehr aufs Gerät an, ne? Ich häng fest, nein. Man muss mir nicht sagen. Ah, jetzt. Ich kann hier, glaube ich, mich Nee. losschneiden. Nee, das war so ein platzierter Baum. So ein liegender toter Baum. Ach so.
Muss mich hier erstmal losschneiden. Da ist mir Macht aber tatsächlich Spaß, ein Baum aufs Dach gefallen. Wenn man jetzt noch einen Greifer hätte. Ah, genau, oder ein bisschen mehr Schmackes. Das geht auch. Kannst du dein Schild bewegen? Ja. Echt? Jo. Wie? Mit rechter Maustaste gedrückt halten und rechts links ziehen. Ja, doch, kann ich da auch, siehst du? Ich kann auch hinten den hier drehen. Ey. Und wie? So wie man den immer dreht. Okay. Ja, kann ich auch. Ja? Ja. Vorhin jetzt ging das irgendwie nicht. Hä? Guck mal, jetzt ist er so schief. Aber jetzt kann ich es irgendwie nicht mehr zurückdrehen. Ey. Kleiner Mann. Hä? Feier ich gerade irgendwie. Dass man, Nö. Dass man besser mit den großen Bäumen arbeiten kann. Vielleicht geht das nur in einer bestimmten Position, wo man den drehen kann. Jetzt dreht er sich auf einmal wieder, jetzt nicht mehr. Das ist komisch. Oder ist es ein bisschen Multiplayer-Buggy? Ist auch möglich, ja. So, jetzt fällt mir aber auch mal einen großen Baum da. Ah, John Deere Verstärkung im Wald, würde ich sagen. Finde ich cool. Ich ziehe den jetzt einfach da hinten auf den Platz. Da kann man den nachher mal klein schneiden. Mal gucken, was die Dinger so verbrauchen. Ich glaube, so ein Skidder brauchen echt schon ziemlich viel Sprit. Hui. Ich hätte einen Fallkeil machen sollen. Nein. Also manchmal geht das, manchmal nicht mit dem Drehen. Gerade will meiner wieder nicht drehen. Ist bei dir auch so, oder? Nicht nur bei mir so. Je nachdem, wo die hintere Hydraulik steht. Ja. Wenn sie unten ist. Gerade eben ging es, wenn sie ganz unten war. Manchmal geht es nur so nachverzögert. Jetzt geht es wieder gar nicht mehr. Ich kann mich sogar richtig mit den Schilden ausheben, also dass ich mich richtig aufbock, könnte ich bald Reifen wechseln. Oh, das geht. Mache ich mich mal wieder auf den Weg mit dem kleinen Ungetüm. Nee, mein Baum haut ab, Hilfe. Jetzt kann ich meine Zange zum Beispiel wieder drehen. Und jetzt nicht mehr. Kannst aber echt ziemlich tief damit ins Wasser, ne? Bin ja mal gespannt, wie der den hier rauszieht. Geht? Es geht? Ja, das ist cool. Gute Empfehlung. Ja, das haben auch echt schon häufiger Leute empfohlen, das Ding. Hätte ich gar nicht gedacht, dass es so gut geht. Ich habe immer gedacht, das ist so ein kleiner Nein. Greifer da hinten dran. Aber ich glaube, in der ersten Version war das einfach der Buffalo-Greifer oder so. Und jetzt ist es ja doch schon etwas größer, ne? Ja, jetzt wäre es schön, wenn man das immer an jeder Position drehen könnte. Das wäre echt praktisch manchmal. Lädst du gerade noch irgendwas hoch? Nein. Hey. Meinst du, es laggt oder was? Ja, ein bisschen. Aber dafür kann ich nichts. Hä? Jetzt kann ich ihn wieder. Jetzt kann ich ihn immer drehen. Aber nicht mehr zurück. Ach, den kann man nur in eine Richtung drehen. Den kann man nur in eine Richtung drehen, David. Das könnte auch sein, ja. Zumindest bei mir so. Jetzt habe ich zwar ein bisschen verbuggt, aber. Ich probiere es nachher nochmal.
Hilfe. Hilfe. Was hast du da hinten? Sieht gefährlich aus von hier. Ist es auch. Ja, ich kann jetzt immer drehen. Guck mal, der hat eine Seilwinde. Wäre cool, wenn man die benutzen könnte. Jetzt zerre ich das Ding hier aber mal raus. Was? Willst du den Skiller nicht mehr benutzen oder was? Doch, doch, bin ja gerade dabei. Das nur bei mach aus. Ne, den Baum raus. So. Ach so. Ich wollte schon sagen, weil Skiller ist doch jetzt eigentlich unser neuer Held. Weißt du, was ich extrem vermisst habe? Screenshots vom Forst. Ich finde, gerade je nach der Aufgabe, die man gerade macht, kommen da immer extrem schöne Bilder bei raus. Das erinnert mich, wo wir auf der Alpental waren. Da diese Schlammlöcher. Das war cool. Ja, die waren cool. Die Videos wurden auch richtig gut aufgerufen, wurde über die Schlammlöcher auf dem Thumbnail waren. Wurde immer viel, viel besser geguckt als alles andere. Wahrscheinlich wegen dem besseren Kommentar oder so. So. Also ich habe eine Beschäftigung für die nächsten 3 Stunden. Meinst du? So lange hält das? Je nachdem, wie du es machen lässt. Ja, eigentlich möchte ich ja kürzeres Holz machen. Ne? Aber Langholz könnte man auch mal machen. Ja, aber ich glaube, komplett Länge ist dann wieder zu lang für Langholz. 8 Meter wäre ja eigentlich Langholz. Ne? Aber das hier ist richtiges Langholz. Also das ist lang, sehr lang. Ja, aber das ist, glaube ich, schon wieder zu lang zum Verarbeiten so richtig. Das ist möglich. Ich glaube nur immer, der Abladetrigger ist so groß. Rückwärts reinlegen. Weil so eine 20, 30 Meter Fichte oder so. Gut, das Fichtenmoped dann mal richtig Gas gibt, ne? Mhm. Hier sind auch einige ordentliche Haufen bei. Muss man sagen. Man schon mal den einen oder anderen Baum fällen. So, jetzt sind wir schon auf der nächsten Inselwald. Aber die lasse ich dann noch, die wird dann demnächst erst bearbeitet. Aber auf der Insel arbeiten wir natürlich auch richtig geil, auf der richtigen, die so ganz allein ist, ne? Die da im Wasser, ja, das stimmt, das wäre echt cool. Einfach schon, weil, ja, kann keiner. Einfach aus Prinzip. Und hier rüber. Ups. Was ist denn? Alter, ist ja groß. Ui. Ui. Ach, du hast ja wieder den Ponde geschnappt, du. Einer muss ja produktiv arbeiten. Macht's richtig einen auf Abkommen. Ich versuche 2 Bäume aus diesem Wald rauszuziehen. Geht das eigentlich noch mit Fellkeil und so? Eigentlich müsste es. Ich hab's aber nie gemacht, so richtig. Aber wenn ich das.
Naja, mehr oder weniger. Eher weniger. Ja gut, ich habe meinen Baum 10 cm versetzt. Ja, echt? Der steht noch, ja. Der steht und du hast den versetzt. Ja, komm her. Samt der Wurzel, oder wie? Nee, bloß den Stamm. Die Wurzel steht noch so, wo sie ist. Also du hast den Stamm verschoben, oder wie? Ja, guckst dir an. Sieht man das denn, wo der eigentlich war, oder was? Mhm. Achso, du hast den abgeschnitten und dann, ah, okay. Das hatte ich auch mal. So. Ja, aber ich würde sagen, für heute war es das dann auch schon mit der ersten Folge mit unseren Skiddern, die wir dann hoffentlich demnächst auch nochmal richtig, ja, mit denen wir richtig ans Limit gehen werden, hoffentlich. Mal schauen, was die Dinger so abkönnen. Was? Nee, ich hab dich bloß bestätigt. Ja gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss.